Rauchzeichen mit neuen Klassikern setzt. Seine viel kleineren Heizkörper entstehen in dieser Werkstatt in Otterbach. Auch wenn sein Hund eines der Modelle nicht mehr aus der Schnauze geben wollte, der leidenschaftliche Pfeifenraucher in der Familie ist Werner Mumetz selbst. Früher habe ich die alten Leute immer beobachtet, wie sie da auf der Gartenbank gesessen haben und haben ihre Scheckpfeife gestopft und haben dann einen Feierabend gemacht mit der Pfeife auf der Parkbank oder auf der Gartenbank und haben die untergehende Sonne beobachtet. Und das hat sich irgendwie so in meinen Gedanken festgesetzt. Und das ist irgendwie eine schöne Zeit gewesen, wo ich da als kleiner Bub nebenbei gesessen habe. Und das hat mir also schon damals hat mich das fasziniert. Hans-Werner Mummert kommt bald selbst in den Genuss. Da er so gerne Pfeife raucht, weiß er auch, was Pfeifenraucher mögen. Und ist 1986 davon überzeugt, mindestens genauso gute eigene Modelle zu entwerfen. Pfeifenbau ist zunächst ein Hobby. Bereits ein Jahr später wird er als Pfeifenmacher anerkannt und in die Handwerksrolle eingetragen. Hauptberuflich ist er eigentlich Elektrotechniker. Da sitzt er aber die meiste Zeit im Büro. Das kreative Arbeiten in seiner kleinen Werkstatt im Keller ist somit ein willkommener Ausgleich. Und dennoch viel mehr. Werner Mummert hat sein Können stets erweitert. Zum einen durch die Teilnahme an kunsthandwerklichen Ausstellungen und Wettbewerben, zum anderen durch Reisen in die typischen Länder der Pfeifenmacher. Die dreht sich halt schneller. Dort hat er sich auch das spezielle Holz näher angeschaut, das man für dieses Handwerk verwendet. Ja, das Pfeifenholz nennt sich Bruyère-Holz. Der lateinische Name ist Erica arborea und das wächst im gesamten Mittelmeerraum, also an der Mittelmeerküste. Und das wächst in Knollen im Boden, wird dort geerntet, wird an Ort und Stelle klein geschnitten, dann wird es gekocht, getrocknet, gelagert und dann wird sortiert und kommt in Würfeln, in Kandeln, ist der Fachbegriff, zum Versand. Und zwar so zugeschnitten, dass aus jedem Würfel oder aus jeder Kandel eine Pfeife rauskommt. Das Holz ist hitzebeständig, es nimmt Feuchtigkeit auf und ist geschmacksneutral. Es sind keine Harze oder irgendwelche andere Fremdstoffe drin. Und es nimmt auch den Geschmack von dem Tabak an. Und das sind also die überwiegenden Vorteile von dem Holz. Bis aus dem Holz eine Pfeife nach Mummerts Geschmack wird, sind natürlich mehr Schritte und Feinarbeiten notwendig, als wir zeigen können. Und der Meister legt großen Wert auf Sorgfalt, damit auch der Zug hinterher stimmt. Aus diesem Hartgummistab wird das Mundstück. Um die gewünschte Form zu erhalten, wird er mehrmals in die Drehbank eingespannt, später gefeilt und geschliffen. Früher fertigte Mummert 300 Pfeifen im Jahr an. Er arbeitete im Prinzip rund um die Uhr. Heute hat er die Herstellung auf 100 Stück reduziert. Seine Pfeifen sind sogar in Japan und den USA gefragt. In Deutschland kann man sie in 2 Tabakfachgeschäften erhalten. Liebhaber schauen aber am besten auf seine Webseite. Jetzt kommt Spaß. So, steckt sie. Die hervorragende Verarbeitung verlangt einen entsprechenden Preis. Zwischen 100 und 400 Euro kostet ein Original-Mummert.
Die Mundstücke, die vorne eine Dicke von 0,8 mm haben sollten, weisen bei ihm noch eine Besonderheit auf. Sie enden nicht in einem geraden Schlitz, sondern rund. Ja, die Zähne sind ja auch gebogen. Und wenn man den Schlitz rund macht, und dann lässt sich die Pfeife angenehmer zwischen den Zähnen im Mund halten. Apropos Zähne. Die Geräuschkulisse erinnert nicht selten an einen Zahnarztbesuch. Der vorerst letzte Schliff und die Pfeife kann sich schon sehen lassen. Obwohl man Klassiker macht, kann man da gewisse eigene Stilelemente mit einfließen lassen. Und das Ganze läuft dann unter dem Namen Freehand. Ja. Und ich habe manche Pfeifenformen entwickelt, die sich von der klassischen Linie abheben. Das ist einmal die Arrow Pipe. Das Mundstück schießt dann wie ein Pfeil durch den Pfeifenkörper durch. Und dann habe ich noch mal einen Goldfisch. Er hat so eine stilisierte Fischform. Ist auch eine eigene Entwicklung von mir und kommt ganz gut an. Nicht immer sind sie glatt. Einige schwören sogar auf sandgestrahlte Pfeifen wie diese. Denn die haben gewisse Vorteile. Die Oberfläche durch diese Wellung ist wesentlich größer und der Pfeifenkopf kühlt durch diese große Oberfläche schneller ab. Was wiederum ein angenehmeres Rauchempfinden bedeutet. So, wenn man das sorgfältig gemacht hat, dann brennt auch die Pfeife und schmeckt. Auch wenn Pfeifenrauchen besser als eine Zigarette ist, weil man dabei nicht inhaliert, wollten wir sie nicht animieren. Höchstens dazu, sich mehr Zeit zu nehmen. It begins to tell from midnight. Hide you pretty well. Das waren drei warme Aussichten. Der Winter kommt bestimmt.